Hallo, herzlich willkommen bei Katrin von Stempelzone. Ja, ich freue mich heute so richtig doll, weil ich innerhalb kürzester Zeit bereits meine 100 Abonnenten auf diesem Kanal feiern darf. Und zwar möchte ich das Ganze mit euch zusammen feiern im Rahmen einer Verlosung. Und da dürft ihr schon ganz gespannt sein. Kommen wir also zur Verlosung und zu den Teilnahmebedingungen. Ich bedanke mich aber zuerst bei jedem einzelnen von euch für euer Abo. Wirklich, das ist mir so wichtig. Dieses Projekt ist mir wirklich so wichtig und ich liebe es, dass jeder einzelne von euch hier auf meinem Kanal ist, meinen Inspirationen folgt und umso mehr, wenn ihr euch dazu entschließt, mich als eure Stamping-Up-Demonstratorin auszuwählen, sei es, um in mein Team einzusteigen oder einfach die ein oder andere Bestellung bei mir aufzugeben. Danke, 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 dass ihr da seid. Und natürlich möchte ich mich auch schon bei 100 Abonnenten auf meinem Kanal in eine Verlosung stürzen. Ich hoffe, ihr freut euch und ich kann euch einen Gefallen damit tun. Es wird bei dieser Verlosung einen Gewinner oder eine Gewinnerin geben. Und ja, je nachdem, wie dieser Kanal wächst in der Zukunft, wird es natürlich dann auch Verlosungen für mehrere von euch geben. Ich kann leider nicht jeden einzelnen von euch beschenken. Deswegen starten wir die Verlosung mit einem Gewinner. Ich habe ein paar Teilnahmebedingungen aufgeschrieben und habe sie euch hier notiert, damit ihr sie einfach auf einen Blick habt und ich auch nichts vergesse zu erwähnen. Wenn ihr an meinem Gewinnspiel, an dieser Verlosung teilnehmen möchtet, dann solltet ihr mindestens 18 Jahre alt sein. Dazu wünsche ich mir, dass ich nachvollziehen kann, dass ihr meinen Kanal auch wirklich abonniert habt, denn diese Verlosung ist speziell für alle Abonnenten des Kanals Stempelzone gedacht. Als dritten Punkt gebt ihr ein Däumchen für dieses Video jetzt hier. Und als vierten Punkt ganz, ganz einfach. Wir kennen wahrscheinlich alle schon den Mini-Katalog, der auf uns 2020 zukommen wird. Und ich wünsche mir, dass du einfach mal in die Kommentare schreibst, welches Produkt dir am allermeisten gefällt. Also dein Lieblingsprodukt, her damit in die Kommentare. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Meine Wunschliste aus dem Mini-Katalog ist wirklich seitenlang. Deswegen bin ich gespannt. Die Auswahl, die fällt euch bestimmt genauso schwer wie mir, wenn ich mich jetzt nur für ein Produkt entscheiden dürfte. Aber ich bin riesig gespannt, welches Produkt ihr nennen werdet. Dann dürft ihr euch natürlich auch ein extra Los noch dazu verdienen. Das heißt, wenn ihr dieses Video hier verbreitet, sei es auf Facebook oder auf Instagram und mich einfach verlinkt, ich heiße überall Stempelzone, dann kommt euer Name zweimal in den Lostopf. Es würde mich riesig freuen, wenn ihr die Chance des Extraloses nutzt, um meinen Kanal einfach noch bekannter zu machen. Und kommen wir jetzt dazu, was es zu gewinnen gibt für die eine Gewinnerin. Ich habe mir überlegt, dass ich auf jeden Fall Stamping-Up-Produkte verlosen möchte und ich habe hier zwei Sets aus einem älteren Katalog noch zu Hause, original verpackt und die möchte ich gerne verlosen. Und das ist als allererstes mal hier dieses Karten- und Umschlagsset und zwar nennt sich das Karten und Umschläge Tutti Frutti. Da steht drauf 32, also die Menge ist wohl 32. Ihr kriegt vier Farben, von jeder Farbe vier Umschläge und dann sehr wahrscheinlich auch von jeder Farbe vier Kartenrohlinge. Also habt ihr
16 Karten, die ihr hier damit gestalten könnt. Und zusätzlich möchte ich euch geben dazu oder der Gewinnerin, dem Gewinner geben, ein Kartensortiment Erinnerungen und mehr Geburtstagssäuri. Das sieht so aus. Ich kann es euch leider nicht detailliert zeigen, weil ich es nicht aufmachen möchte, weil es halt noch original verpackt ist. Da sind kleine Kärtchen drin und auch diese etwas größeren Kärtchen perfekt zum Journalen oder in Mini-Alben zu verbasteln. Das gebe ich noch dazu. Und dann wird es die ein oder andere selbstgestaltete Sache von mir in dem Päckchen noch dazugeben. Das verrate ich aber nicht, damit auch ein bisschen Spannung für die Gewinnerin oder den Gewinner mit dabei ist. Ich hoffe, ich habe eine gute Auswahl für euch getroffen und ihr habt Spaß an meiner Verlosung teilzunehmen. Dann wünsche ich euch jetzt allen viel, viel Glück und bis zum nächsten Video. Ciao!